Tag miteinander. Vielleicht zwei Worte zu mir und der Komplexität. Die ist jetzt schon mehrfach erwähnt worden. Der Hans-Rudi Weber ist einmal zu mir gekommen und hat gesagt, man sollte in der Verfassung einfach ein Wort ergänzen und Bauchgeld. Und ich bin verantwortlich dafür, zum Großteil verantwortlich dafür, dass jetzt daraus zwei bis drei längere, komplizierte Artikel geworden sind in der Bundesverfassung, weil ich habe müssen zeigen, dass es mit dem nicht gemacht wäre. Und dass sie jetzt alle einverstanden, dass es nicht braucht und dass es das braucht, was jetzt in der Verfassung soll stehen inskünftig. Das heisst, ich bin mitverantwortlich für die Komplexität von dieser Initiative. Und weil ich da mich schuldig fühle, tue ich jetzt eben auch mitmachen bei der Vereinfachung von diesem Prozess und versuche den Leuten möglichst auch einfach zu erklären, um was es denn wirklich geht. Und bleibe dabei, nicht nur als Beirat in wissenschaftlichen Sachen, sondern auch aktiv, wenn es um die Initiative geht im Volk. Was will die folgende Initiative? Geld ist heute ein Produkt, sogenanntes des Finanzmarktes. Die Banken schaffen es aus dem Nichts. Und weil sie mit Geld Geld verdienen können, machen sie immer mehr davon. Viel mehr, als die Realwirtschaft braucht. Das ist die Grundlage aller Finanzblasen. Aber warum können die Banken das? Weil die Politik im Schlepptau der ökonomischen Wissenschaft denkt, sie müsse ihnen das erlauben. Das muss sie aber gar nicht. Die herrschende Volkswirtschaftslehre behandelt den Finanzmarkt grundsätzlich wie einen gewöhnlichen Markt, in welchem das Gesetz von Angebot und Nachfrage über den Wert von Geld und Kapital bestimmt, so wie Socken, Schuhe und anderes durch diese Nachfrage und das Angebot in ihrem Wert bestimmt werden. Aber auch juristisch gelten die Banken und Börsen als privatwirtschaftliche Unternehmen, welche sich auf die Wirtschaftsfreiheit berufen können und damit durch ein liberales Grundrecht vor dem Zugriff des Staates geschützt sind. Die Finanzbranche betreibt aus dieser Sicht eine private Tätigkeit, gleich wie der Bäcker um die Ecke oder der Gastwirt an der Kreuzung. Auch diese unterstehen ja einer Lebensmittelpolizei, weil ihre Tätigkeit die öffentliche Gesundheit gefährden kann und die Konsumenten selbst nicht in der Lage sind, die Gefahren, welche ihnen aus verdorbenen Lebensmitteln erwachsen können, rechtzeitig wahrzunehmen. Bei den Banken geht es letztlich um genau das Gleiche. Das Ziel ist heute Konsumentenschutz. Hier als Gläubiger- und Anlegerschutz vor Risiken im Geld- und Kreditmarkt gestaltet. Der Finanzmarkt ist aber kein gewöhnlicher Markt. Er ist eine Infrastruktur der Realwirtschaft, die er mit der notwendigen Energie versorgt, das Geld. Das Geld ist eine Institution, die der Staat der Wirtschaft zur Verfügung stellt. Genauso wie er garantiert, dass es Straßen, Elektrizität oder Postdienste gibt, damit sie sich entfalten kann. Geld und Kredit gehören zur Infrastruktur, eben wie Straßen und anderes auch, auf welche die Realwirtschaft zählen können muss. Sie dürfen daher nicht dem egoistischen Interessenspiel der Marktteilnehmer überlassen werden, sondern müssen im Gesamtinteresse der Allgemeinheit nach Grundsätzen der Solidarität und Fairness dem Markt vorgegeben werden. Sie sind Teil einer übergeordneten Ordnungspolitik. Unsere Gesamtordnung muss gestaltet werden dadurch. Und nicht der Interessenpolitik der einzelnen Akteure im Markt. Sie gehören zu den Spielregeln, nicht zum Spiel des Marktes. Das hat kein Geringerer als der liberale Ökonom James Buchanan, kürzlich erschienen im NZZ-Verlag, auch nicht sehr verdächtig, gesagt. Der Wert des Geldes ist eine Spielregel und nicht ein Spielstein im Spiel. Was die Banken heute machen, ist diese Spielsteine vermehren und mit ihnen spielen. Der Finanzmarkt kann damit ein Service public werden, etwas, das in der Schweiz sehr bekannt ist. Nämlich ein Dienst,
welche öffentliche Interessen wahrzunehmen hat. Er wäre sogar Bestandteil unseres Ordre Public, der Grundordnung unserer liberalen Gesellschaft, welche Staat und Recht nach den Grundsätzen einer liberalen und zugleich gerechten Ordnung des Zusammenlebens dem Markt vorgeben, wie Kartellverbote und solche Sachen. Gefordert ist damit ein anderes Verhältnis von Staat und Markt, soweit es um den Finanzmarkt geht. Die künftige Finanzmarktordnung darf nicht mehr vom alten Bild eines privaten Marktes ausgehen, der bloß einer polizeilichen Regulierung untersteht. Sie muss die Staatsverantwortung für das Geld ernst nehmen. Der Bund muss die Versorgung der Wirtschaft mit Geld und Kredit sicherstellen. Die einzelnen Kredite werden zwar wie bisher von den Banken gegeben, aber die Banken sind dabei an die Wahrung des öffentlichen Interesses gebunden. Erst damit können wir volkswirtschaftlich schädliche Geschäfte wie Wetten gegen eine Währung, das Pfund ist mal fast gestorben wegen eines Spekulanten, oder gegen Nahrungsmittel, eine ganz schlimme Sache, verbieten. Auch Lehrgeschäfte und so weiter, komplizierte Dinge, die nicht nützlich sind für die Gemeinschaft. Die Banklizenz für den Zahlungsverkehr, also unsere Schulden zahlen, die wir von dem Geld, das wir Ende Monat auf der Bank haben, beglichen haben möchten. Und das Kreditgeschäft, die Unternehmen brauchen Kredite, auch wir manchmal. Das wird nur noch den Banken erteilt, welche sich in den Dienst der Realwirtschaft stellen. Staatsaufgabe bedeutet dabei aber nicht Verstaatlichung. Ein falscher Vorwurf, der uns schon immer wieder begegnet ist. Zwischen Staat und Markt, zwei ideologischen Kontrahenten gegeneinander gestellt, gibt es ein breites Spektrum von Mischverhältnissen. Öffentliche Aufgaben werden heute in unterschiedlichster Weise durch ein Zusammenspiel von Staat und Privaten erfüllt. Im Bereich des Finanzmarktes wird eine Aufgabenteilung zwischen der Nationalbank und der Finanzbranche zu suchen sein. Die Banken erfüllen ihre Aufgabe, die bisherige Aufgabe, aber jetzt treuhänderisch, das heißt in unserem Interesse und unter Aufsicht der Nationalbank. Die Lösung der Vollgeldinitiative lautet also, die Nationalbank bestimmt die Geldmenge, die in unserer Volkswirtschaft vorhanden ist, nach demokratischen Gesetzen, die wir mit Verfassung und Gesetzen ihnen vorgeben. Die Banken bestimmen die Verteilung dieser Geldmenge nach Marktgesetzen. Eine klare Aufgabenteilung zwischen Demokratie und Markt. Nun, wie will die Vollgeldinitiative das verwirklichen? Ich greife nur ein paar wenige Vorschriften heraus. Artikel 99 Absatz 1, Sie können das lesen. Während der Bund bisher nur eine Kompetenz zur Schaffung von Münzen und Banknoten gehabt hat, wird ihm neu der gesamte Bereich Geld- und Finanzdienstleistungen zur umfassenden Regelung übertragen. Die Finanzmarktordnung, die er zu schaffen hat, wird zu seiner Versorgungsaufgabe, eben ein Service Public, die er auch in Abweichung von der Wirtschaftsfreiheit erfüllen kann. Also die Banken können sich nicht mehr darauf berufen, dass sie als Wirtschaftsunternehmen vom Staat freizulassen sind, was sie heute können. Der Bund bleibt dabei aber an das öffentliche Interesse und an den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gebunden. Er muss also Rücksicht nehmen auf die Bank. Gewährleisten heißt, die Gesamtverantwortung dafür tragen, dass die öffentliche Dienstleistung überhaupt erbracht wird, und zwar in einer Weise, die dem Gesamtinteresse der Gesellschaft dient. Das Finanzwesen bleibt dabei ein Markt. Der Bund kann aber den Markt in verhältnismäßiger Weise steuern, das heißt, soweit als dies im öffentlichen Interesse geeignet und erforderlich scheint und den Privaten zugemutet werden kann. Auf der gleichen Folie haben Sie Absatz 2. Dieser Absatz formuliert das Kernanliegen der Vollgeldreform.
Wie bisher wird das Geld- und Währungswesen zur ausschließlichen Kompetenz des Bundes erklärt. Gesetzliche Zahlungsmittel sind aber nicht mehr nur Münzen und Banknoten, sondern eben auch dieses berühmte Buchgeld, dieser elektronische Klick, mit dem Geld geschaffen werden kann. Die Geschäftsbanken können neu nun aber kein eigenes Buchgeld mehr schaffen. Für jeden Kredit, den sie vergeben, müssen sie das nötige Geld bereits besitzen. Als Eigenkapital oder als Kredit eines Dritten, der ihnen sein Geld anvertraut hat. Sie sind damit allen anderen Unternehmen gleichgestellt. Bis jetzt hatten sie ein Privileg. Ihr bisheriges Privileg, Geld aus dem Nichts zu schaffen, dieses Schöpfungsrecht, Fiat Money, entfällt. Dieses Privileg war schon immer eine Anmaßung. Die Geldschöpfung darf nur der Gemeinschaft von uns allen zustehen, also dem Staat, der es durch eine von Wirtschaft und Politik unabhängige Nationalbank ausübt. Ich greife noch auf eine zweite Vorschrift zurück und nur auf den Absatz 4 aus diesem Artikel, den Sie auch lesen können. Es genügt nämlich eben nicht, bloß das Buchgeld zur Sache des Bundes zu erklären. Das wäre schön und einfach und toll, aber das würde eben nicht funktionieren. Solange im Finanzmarkt die Wirtschaftsfreiheit gilt, werden die Banken nämlich Umgehungsformen dieser Beschränkung erfinden und damit die Reform unterlaufen. Darin sind sie sehr erfinderisch, das hat sich schon gezeigt. Die Nationalbank muss dafür sorgen können, dass die Finanzbranche die öffentlichen Interessen respektiert. Einhält. Damit dies erreicht werden kann, wurde in den Initiativtext eine offene Formulierung aufgenommen, welche die verschiedensten Eingriffe ermöglicht. Ich gehe nicht auf die einzelnen Möglichkeiten ein, sie können beliebig erweitert werden, es ist eine insbesondere Regelung. Also es können weitere Beispiele dazu auf Gesetzesebene angefügt werden. Diese Eingriffe sind nicht Gegenstand der Initiative selbst, sondern sollen vom Gesetzgeber eben in verhältnismäßiger Weise und mit dem Ziel erlassen werden, dass die Finanzwirtschaft wieder der Realwirtschaft diene. Mein Fazit, dreifach. Warum braucht es die folgende Initiative? Erstens, das Geld bildet eine Infrastruktur der Volkswirtschaft. Es schafft die notwendigen Voraussetzungen, unter denen unsere moderne Wirtschaft erst überhaupt funktionieren kann. Geld ist ein öffentliches Gut, das staatlich garantiert und geordnet werden muss. Erster Hauptpunkt. Zweitens, wir müssen das Staatsmonopol für die Schaffung von Geld wiederherstellen. Wir holen nur etwas nach, was die Wirtschaft verändert hat. Wir schaffen eigentlich für heutige Verhältnisse das, was 1891 schon mal gedacht war. Und die Leute meinen immer noch, es sei so. Die Schweizerische Nationalbank muss die Geldmenge an das prognostizierte reale Wirtschaftswachstum anpassen und die Entwicklung von Blasen im Finanzmarkt verhüten können. Und drittens, es braucht im Finanzbereich einen Wechsel vom Bild des sogenannten freien Marktes hin zum Service Public, der von privaten Dienstleistern erbracht wird. Die Finanzbranche muss unter Vollgeld eine Versorgungsaufgabe im Dienst der Realwirtschaft und der Gesellschaft erfüllen. Liebe Freunde der Vollgeld-Initiative, heute beherrscht das Geld die Welt. Die Vollgeld-Initiative ist ein wichtiger Schritt, dies zu ändern. Es lohnt sich, in den nächsten 18 Monaten sich dafür einzusetzen.